Was geht, was geht, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren GTA 5 RP Video auf diesem wunderschönen Kanal. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Es wird nämlich wild, es wird heiß, es wird nicht fertig, aber es wird bestimmt. Was? Wer schreit hier? Hey. Egal, komm, wir gucken mal. Oh, hier muss ein bisschen aufgeräumt werden. Schreibt auf jeden Fall unten in die Kommentare, was wir als nächstes machen sollen. Liken, abonnieren und die Glocke aktivieren natürlich. So, der Zaun scheint intakt zu sein. Der Müll könnte mal wieder geleert werden. Wir gehen mal rein, gucken, was drinnen so los ist. Es ist immer das Gleiche, es ist immer das Gleiche. Ich wollte das schon immer mal machen. Ich drücke mal hier. Press E to rob Yellow Jack in. You do not pose a threat to the storekeeper. Okay, jetzt vielleicht. There must be at least two cops in town to rob. Ah, es sind keine Bullen in der Stadt. Das heißt, Tuan kann nicht weit weg sein. Egal, egal, gut. Ich wollte mal einen Laden mal kurz ausrauben, das passt. Oh, guckt euch dieses schöne Motorrad an. So, jetzt einmal in den Kommentaren 1 bis 10. Wie sieht das Motorrad aus? Choc, Güzel. Das würden ein paar meiner ausländischen Freunde sagen. Komm ran, nicht so schüchtern. Ein schönes Bierchen trinken. Moin. Entschuldigung, der Herr. Guten Morgen. Moinsen. Kann ich hier den Wagen kurz parken? Natürlich. Kommen Sie rein. Trinken Sie ein Bier. Oh, danke, danke, danke. Ich weiß auch, Ihr Medic sauft gerne ein bisschen. Aber sagen Sie das nicht weiter. Okay, meine Schicht geht gleich weiter. Hier kurz im Pause. Nein, ich würde sowas nie. Oi, sagen. Das ist aber ein schönes Moped. Gefällt dir? Sehr schön mit dem Totenkopf. Das sieht. Oh. Da geht mein Herz auf. Und da die LEDs mit integriert in den Augen, das ist schick, meine, ne? Meine Kollegen so, die feiern ja so Autos, aber ich sag ihnen so, mein Herz schlägt für die Motorräder. Das ist so ein schönes Ding. Ey, das erste Bild geht auf mich, kommen Sie mit rein. Jetzt ist heute wirklich ein entspannter Tag. Bitte? Gehört Ihnen der Laden oder warum? Ja, das ist auch mein Laden, genau. Das ist Barbara. Die macht nichts, die faule. Moinsen. Die faule Frau, würde ich sagen. Ja, dann nehme ich hier ein schnelles Kaltes. Schnelles Kaltes? Okay. Ja, steht jetzt vor Ihnen. Perfekt. Wo sind Ihre Kollegen? Wir würden gerne mehr von Ihnen hier sehen. Ja, heute wenig los, ne? Sind wir ein bisschen auf Streife unterwegs, sag ich mal, falls irgendwas ist. Aber sieht ganz gut aus soweit. Ja. Perfekt. Das freut mich. Schön eingerichtet haben sie es hier. Gefällt mir echt sehr gut. Naja, der BH da vorne war von der Chantal letzte Woche. Da will ich lieber nicht auf die Details eingehen. Nee, lieber nicht. Sonst wird hier der ein oder andere Gast eifersüchtig. Ich glaube, ich muss eine Runde spazieren gehen. Schon ganz dusselig hier, ne? Boah. Guck mal, das schönste Pisswasser gibt es hier in dem Land. In dem Laden, sorry. Hast du da irgendwas reingetan hier? Oh, ich fühle mich aber ganz schön. Das ist hausgemacht, das Wasser. ich hatte eine Idee, Konzi, ich hatte noch ein bisschen Pause, ne? Wir können ja ein bisschen Krankenwagen fahren. Hast du Lust drauf, hier mal ein bisschen so die Stadt unsicher machen? Ich hatte doch selten hier ein bisschen doch Bekanntschaft. Nee, du, hör mal zu. Ich gucke mir das Teil gerne mal an, aber alles, was eine Sirene hat und Blaulicht und Rotlicht und sonst was, also Rotlicht nicht, ich meine jetzt das Blaulicht. Ja, verstehe, alles da gut. Da halte ich ein bisschen Abstand von, aber trotzdem. Aber wissen Sie, der Ort kommt mir bekannt vor. Ich bin hier. Sie kennen doch den Tuan, oder? Kennen Sie hier Tuan? Nee, oh mein Gott, nee. Was ist mit Tuan? Sie kennen den? Ja. Ja, das ist das. Aber erzählen Sie das nicht weiter. Ja, ist der gerade mir oder so? Nein, Gott sei Dank. Deswegen brennt meine Bude gerade nicht. Können Sie irgendwie erreichen? Das ist ja, sehr dringend. Klar, ärztliche Schweigepflicht und so, ne? Ich kann es nicht genau sagen, aber ich muss den finden. Aber weißt du, was cool ist? Du bist gar kein Arzt. Also, was für eine Schweigepflicht. Ey, das Digga, komm, ich ruf ihn an. Ruf ihn bitte an. Warte, ich schreibe einen Text. Tuan, wo bist du? Komm zu mir. Meld dich. Dringend. Das ist sehr, sehr dringend. Wir brauchen ihn unbedingt. Holen Sie den bitte schnell. Oh, Tuan ruft gerade an, warte. Hallo? Leitung, Lufti, was geht ab? Was geht bei dir, Digga? Nix bisschen, du Stunt, bisschen Stickmacke, bisschen Spaßmacke hier. Ich hab dich mal auf Lautsprecher gehabt gerade. Digga, hier ist irgendein Mediziner, der sucht nach dir. Was ist passiert? Mediziner? Ja. Sag nicht Paramedic. Ja, Paramedic. Du kennst mich nicht, haben wir verstanden? Ja, was ist passiert? Was passiert? Ich muss weggehen, so dass er mich nicht sieht. Ich wurde von den Cops gesnappt, die haben mich Elendszeit lang getan. Ich bin jetzt rausgekommen, hab vielleicht ein oder zwei Läume kaputt gesplengt, um rauszukommen, aber ich bin weg.
aus der Irrenanstalt, warum bist du da reingekommen? Ja, ich meine, ich verstehe schon, warum du reingekommen bist, aber... Nee, ich musste so Macke, die haben mich krankig in die Kopf, sie wollten mich für alle verpissen, wollten mich einbuchten für immer und habe ich ein bisschen auf so... gemacht. Okay, Tuan, ich leg mal schnell auf, ich sag einfach, das war meine Mama, ja? Ja, okay. Okay, bis gleich. Herr Medic? Ja, ja, war doch nicht, Tuan, das war meine Mama. Ich hatte die unter Schreckschraube eingespeichert. Warum wird der gesucht eigentlich? Der darf gar nicht rumrennen. Der hat der posttraumatische Trauma. Das geht gar nicht. Der darf hier gar nicht rumrennen. Bitte hol. Das kann doch nicht sein. Können Sie mir auch einen Gefallen tun? Was denn? Wenn Sie ihn finden, lassen Sie ihn bitte nie wieder frei. Bitte. Lassen Sie ihn nie wieder frei. Aber Sie kennen ihn doch. Nein, ich kenne ihn nicht so gut. Anhaltspunkt. Also ich gehe nicht zu dem. Ich weiß, dass er manchmal auf Mont Chiliad ist. Das Mont Chiliad? Ja. Oh, Sie sind ein Schatz, ich danke Ihnen. Ich gehe da sofort hin, ja? Ja, kein Problem, kein Problem. Mein Gott. Wenn Sie ihn finden, lassen Sie ihn nie wieder frei. Gleich Jacke an und Schlüssel wegschmeißen. Ja, da sagen Sie ja was Richtiges hier. Tut gut. Okay, wir müssen schnell Tuan anrufen. Warte. Tuan? Was los? Tuan, ich habe ihn extra zum Mount Chiliad geschickt, okay? Du hast jetzt ein bisschen Zeit. Wegschaffen, der wird weggemacht. Nicht mal wegmachen, der wird bestimmt Verstärkung jetzt holen. Okay, du komm, helf mir, mach alle weg. Nein, du kommst jetzt erstmal zu mir. Er war jetzt hier, er weiß, dass du nicht da bist. Komm zu mir und dann gucken wir weiter, wie es geht, ja? Ja, okay, komme. Okay, ciao. Ey, Tuan, der bumst meinen Kopf jedes Mal. Ich will einfach nur einen Tag ohne sein Gesicht sehen. Wird mich nicht wundern, wenn Tuan jetzt mit 20 Bullen im Gepäck schon wieder mit herkommt. Der schleppt nur Schrott an. Nur Kopfschmerzen. Zu Sekte! Aua! Was habe ich euch gesagt? Tuan. Ja, bitte. Komm schnell, fang mal an, ein bisschen, nimm deine... Du kennst dahinter ein böser Mann. Nein, da ist kein böser Mann. Lass ihn jetzt... Weißt du, Mike? Du mich verpfiffen habe, hä? Der hat dich nicht verpfiffen, komm jetzt, komm nach hinten. Der macht ein Foto von dir, ich muss ihn umhauen. Der hat ein Foto von dir gemacht, hier. Wer? Bam, der hier. Guck, geh mal lieber weg, lauf dir. Nicht erschießen. Bitte. Komm, ich hab sein Handy, Komm mit. Pack die Knarre weg jetzt. Tuan, Digga, was? Ey, der hat gesagt, hör auf, nimm deine Knarre weg. Ey, der hat gesagt, du bist wahnsinnig. Ich meine, das wissen wir alle, aber das ist klinisch jetzt bewiesen worden. Nein, ist nicht, hab nur so getan, ne? Nein, du kannst nicht nur so tun, du bist verrückt. Ich bin ganz normaler Zivilist im Staat Los Santos. Nein, wenn du das bist, bin ich die Zahnfee, Digga. Glaubst du Zähne? Ich brauch keine Zähne, ich hab Zähne. Guck mal, der kann da jede Eiszelle aus und zünden. Gib mir eine Zange, ich hol das. Nein. Sicher? Bleib jetzt hier, komm jetzt her. Okay, komm, dich darf man wirklich nicht frei rumlaufen lassen. Auf jeden Fall. Ich hab eine Idee. Deine Ideen. Egal, guck was mal, die Armee haben neue Panzer. Ich brauch unbedingt eine neue Panzer. Lass uns klauen gehen, komm. Nein. Bleib doch jetzt mal hier. Ja, was denn? Ja, okay. Alter. Echt? Tuan, bitte. Tu mir einen Gefallen. Du fixst meinen Kopf jeden Tag. Du bist heute echt unentspannt. Komm, wir machen ein bisschen. Nein. Ich will jetzt mal Geld sehen. Jetzt will ich Geld sehen. Ja, okay, warte. Komm mit, ihr besucht die Geld. Ich komm mit. So, Händel hoch, gib mir dein Geld. Aua, hör auf mich zu sagen, gib mir dein Geld, komm, gleich, gib mir dein Geld. Der hat kein Geld, der kann sich noch nicht mal das Bier drin leisten. Der hat gesagt, aufstehen. Der hat einen scheiß Deckel von 10.000 Euro gefühlt. Komm jetzt her. So. Ja, komm her, wenn du nicht nur Deckel zahlst, dann nichts mal, kein Hammer benutzen, dann muss was dann denn? Oh, der ist eingeschlafen. Boah, du bist eingeschlafen. Ey, Tuan, komm jetzt. Nein, komm, wir fahren jetzt noch mit deinem schicken. Oh, mit deinem schicken Auto. Ja, komm, willst du fallen, soll ich fallen? Nee. Obwohl, ja, okay, falle. Scheiß drauf. Du dort, ich falle. Eiszeige. Anschnallen, festhalten. Oh mein Gott. So, ich hab Vorfahrt, zur Seite. Ey, Tuan, Digga, du scheißt das Geld. Ey, ich will jetzt ein bisschen Kohle sehen, ne? Ja, okay. Und hör auf, jetzt Leute anzuschießen, okay? Aua. Nicht anschießen? Nein, nicht anschießen. Okay,
okay, dann ich werf nur Bombe. Nein, auch keine Bombe, Digga. Oh mein Gott. Los, fahr, warte, fahr! Warte, warte, Digga, warte. Wenn das Ding jetzt explodiert. Name. Kann ich mal Ihre Nummer haben? Hallo, ich will Ihre Nummer haben. Geben Sie bitte Ihre Nummer. Digga, du fährst die Alte um. Jetzt fahr. Ja. Gib mir bitte deine Nummer oder ich mach Auto. Ich erlöse sie selber. Bevor sie stahlvoll. Egal. Was wollte ich gerade sagen? Die war eh. Bevor sie qualvoll stirbt. Die war eh hässlich. Die war eh. Oha. Ja. Das ist schade, dass du sowas sagst. Wer mich nicht will, nicht guck, guck dich mal an. Ich bin wunderschön. Du bist der hässlichste überhaupt in Los Santos. Bitte was, Dufti? Ich meinte, bitte. Ich will jetzt Geld haben. Gib mir mein scheiß Geld. Fahr jetzt irgendwo hin und gib mir Kohle. Aber und sag mir nicht, wir müssen irgendwelche Dollar, Leute ausrahmen. Nein, ich. Ich hab einen Deal, wo wir Geld kriegen können. Jetzt ein Deal. Ich hab noch einen Deal, die müssen die nur auszahlen. Und dann gebe ich dir Geld davon. Ah, ja, so, weil du warst ein guter Mann. Als ob du jetzt. Nee. Jetzt auf einmal bin ich ein guter Mann, ne? Und du warst ein guter Mann. Du hast irgendwo Leute, die dir einfach Geld noch schulden. Und aua, du bist doch nicht hinterher gewesen. Ach ja. Glaube mir, du sonst mir kein lebender Mensch zu dem nur Geld. Aber was ist denn jetzt der Auftrag, Digga? Torn. Wir haben zwei Stationen, ah? Aber bei erster hat nichts viel mit Geld zu tun und bei zweiter geht um ganz, ganz viel Geld, ja? Okay, wir machen jetzt Kickdown, let's go in die Stadt, let's go! Digga, mich interessieren Aufträge ohne Geld nicht. Ja, aber fahr nicht hier, oh mein Gott. Nein, das hat was mit dem Zweck zu tun. Du kannst kein Geschäft mit Hornack und denke, du kannst nur absehen. Wir müssen ganz kurz was klären gehen, ey? Wow. Lustig auf jeden Fall. Entschuldigung. Nein, mach das nicht so. Torn, ich hasse dich so. So, das Ding ist, Lufti, ich habe später einen kleinen Besichtigungstermin. Für was? Das soll ich dir verraten? Ja, verlat mir jetzt. Soll ich dir wirklich verlaten? Ja, also, verlat mir jetzt. Ich mache Überlassung. Nein, verlat mir jetzt. Wie, du wolltest Falafel haben? Du wolltest Falafel? Oh, ja. Aua. Entschuldigung, Süße. Nee, die hat Gott sei Dank nicht gesagt. Oh mein Gott. Mach auf Neymar, habt ihr nicht berührt. Mach auf Neymar. So. Tuan, vorsichtig. Ja. Alles gut. Lufti, haben du Knallen dabei? Ja, warum brauche ich jetzt eine Knarre? Oh, mein Kopf, aua. Oh, zur Seite. Ist mal cool. Ja, kann sein. Ich muss jetzt dem einen oder anderen mal kurz eine Respektzelle geben. Pass auf, dass du habe. Ich weiß nicht, wie seine Freunde drauf sind. Ja, Respektzelle, Digga. Das macht man mit einer Faust und nicht mit einer Knarre. Alle gut. So, Bulas, was geht ab, Jungs? Mir egal, wie viele ihr seid hier. Ich hab gesagt, Geld bis 0 Uhr. Gestern, wo ist mein Geld? Interessieren dich nicht, ja? Interessieren dich nicht, kein Problem. Interessiert gar kein Problem, dich nicht interessieren. Aua! Lauf die Hilfe! Oh Gott, ich wusste es, Digga. Kommt der hier, Bolas! Niemand macht Anlegung mit Tuan! Wo ist er? Oh mein Gott, da. Der Scheiß. Der arme Hund. Lufti, gib mir Deckung, Lauf die! Digga, ich knall schon ab. Creator Code Lofty klärt. Oh mein Gott, es kommt. Hilfe! Der Hund! Ich muss leider den Hund. Nein, der arme Hund. Hä? Von wo werde ich abgeknallt? Ich sterb gleich. Ja, lass. Okay, mir leisten jetzt. Jetzt bin ich leise. Oh nein, mein Ulus! Scheiße! Von wo? Ich hab mein Ulus kaputt gemacht. Du hast ihn selber kaputt gemacht. Okay, wir müssen laufen. Das werden immer mehr. Komm mit. Wo bist du denn? Komm hier. Komm, da sind noch welche um die Ecke. Wir müssen aufpassen. Wir müssen weg hier. Oh, Bullen kommen auch. Das heißt, wir müssen weg. Komm. Wir müssen unser Auto ausleihen. Ja. Auto ausleihen? Nein, das ist keine gute Idee. Duck. Keine gute Idee. Oh, ha! Oh mein Gott, was war das? Das war Standardskill. Der abgehobene. Okay, zweite Termin wird abgezogen. Ja, so, ist dead. Greif schnell ein. Raus mit der Alten. Die Bullen sind unterwegs. Oh mein Gott, Wait Waters, das wäre auch mal eine Möglichkeit. So. Ja, okay, weißt du was? Die zweite Kill wir vergessen. Wo wohnt dieser Standardskill? Der wohnt da, die Playboy-Villa. Von Hugh Hefner hat er jetzt letztens ausgeliehen. Du weißt, er zieht immer so oft um. Aber. Der Mann. Oh mein
Nein. Boah, gut abgeblendet. Zeigt das Auto voll langsam. Ich zeig ihn dir, Lofti. Was zeigen? Ich sag ihn dir. Sag mal dir. Ja, warte, ich ruf an. Hallo, Deal abgebrochen, hab bessere Möglichkeit. Mir egal, was sie denken. Mir ist egal, wie viele Männer ihr organisiert habt, gilt. Verpisst euch. Einmal wacke Malache, Aktion zu Akku, alle kaputt. Tö. Mexikanikartell hat ihm gesagt, geht heute nicht viel. Kannst du mich kurz rauslassen? Nee. Oh, die ruft nochmal an. Was? Ja, wer ihr seid? Mir ist egal, wer ihr seid. Ich bin Tuan. Ja, und ich hab Luft, die beiden. Nein! Sag mir, du scheiß Wichser, sag nicht meinen Namen. Und mach die kaputt. Wir machen die kaputt. Luft, die und Tuan machen die kaputt. Oh, was haben wir gemacht? Nein. Tö. Ey, du, nein, Duan, was machst du? Was denn? Warum sagst du meinen scheiß Namen, Digga? Du bist bei mir im Auto, nimm mal so eine Frage. Die machen das. Bist du dumm? Das ist dein Deal. Ich hab doch mit dir nichts zu tun. Ich den euch hüten, blablabla. Ich sag ein Ding. Wir sehen uns an, kein Problem. Lauf dir nichts. Morgen, wir gehen da hüten. Was, wir gehen? Ich fahr nirgendwo hin, Digga. Duck. Glänzer Mexiko, wir läumen auf. Digga, ich will mein scheiß Geld haben. Ja, du jetzt fliegen, warte. Ja, genau. Indem ich meinen Kopf bei den Mexikanern lasse, oder was? Nee, die machen die einfach kaputt. Und dann ist nichts passiert. Ja, natürlich, ja. Wir machen die einfach kaputt. Ey, natürlich. Du bist mit Tuan unterwegs. Tuan eigene Armee. Tuan, genau, ist eine Suizidbombe. Genau. Das ist Nein. Tuan. Doch. Gut, wenn man nur denkt, so schlecht von mir. Hab ich dich jemals in Gefalle gebracht? Digga, wir haben eben gerade 20 Leute weggemacht. Ja, du war, sag dir Respekt, du waren dabei, Pest gehabt. Hätte auch Uni geklärt, kein Problem. Aber die Blödianen haben bei meinen Ulus. Keine Sorge, morgen ich fang nochmal hin. Ja, aber gut, morgen habe ich keine Zeit. Ist kein Problem, ich hol dich ab. Nein, ich habe keine Zeit. Nein, du verstehst mich. Du verstehst mich. Warte, der will's lässt, hä? Komm, mach ihn direkt weg, bam, komm, jetzt steig ein. Ich weiß ja sowieso, dass du ihn umbringst, dann kann ich das gleich machen. Komm, steig jetzt ein. Ich wollte dich nur verfügen, weil du bist aggressiv. Aber ist das Problem, ja? Ich bin aggressiv? Du aber ein ganz großes Arglis. Du siehst gleich ein Aggressionsproblem. So, warum? gib das in den Navi ein. Wo müssen wir jetzt hin? Stopp, bleib da aus. Da ist die Playboy wieder hier links. Ja, hol die Waffe raus. Hä? Digga, können wir mal irgendwas ohne Waffen machen? Lustig, wenn wir jetzt hier sterben, ah? Merkt ihr was? Wir werden hier nicht sterben. Ich hoffe. Hä? Ich hoffe. Oh mein Gott, da kommt. Da ist ein Security. Komm, in Buslein. Wir müssen Dorf machen. Nein, wir können doch einfach. Psst, hä? Wir sind noch Freunde von Stanni. Hey, du vielleicht, ich nick. Ja, dann lass mich alleine gehen. Hey, Digga, lass mich alleine gehen. Er hat eine Waffe in der Hand. Luft, kümmere dich um die mit Messer. Ey, das ist der Sicherheitstyp. Das ist Enrico, Digga. Ändert nichts an meiner Meinung. Luft, die mag die mit Messer weg. Enrico! Ey! Was geht? Ey, Luft, ey, wo ist Stanni? Hä, der ist gerade unterwegs, Digga. Warum läufst du hier mit einer Knarre rum, Digga? Bro, Stanni hat mich eingestellt, der Security. Ja, aber da läuft. Guck mal den Zaun an, Digga. Ich hab voll den krassen Job, Digga. Guck mal, was für ein krankes Auto ich beschützen muss, Digga. Guck mal, ey, aber fass das nicht an, okay? Tut mir leid. So, kurz im Prozess. Oh mein Gott. Komm, steig ein. Warte. Okay. Ich muss Code hacken. Chat, schreib mal unten in die Bewertung rein. Von 1 bis 10. Wie geil sieht dieser Wagen aus? Hä? Es? Oh mein Gott. Das waren die letzten Reaktionen noch von ihm. Komm, Digga. Steig ein. Nicht, dass er irgendwie reinfunken muss und dann kommen noch die Bullen oder so. Immer Sound. Das war's gewesen mit der Folge. Die Folge wird nächstes Mal genau hier weitergehen, okay? Dafür will ich immer eine 1 bis 10 in den Chat sehen. Wenn ihr die nächste Folge sehen wollt, checkt Armin und Enrico unten in der Beschreibung ab. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Peace! Achso, lasst ein Like da! Genau, lasst ein Like da. Bis dann. Peace!